Hallöchen, Popöchen, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit einem Gast-Replay eingeschickt vom Dominator94. Er spielt zusammen im Zug mit seinen Alkbar-Jungs, beziehungsweise meine Alkbar-Jungs, so darf ich es ja auch sagen, ist ja mein Clan. Lustig ist aber allerdings die Aufteilung, dass hier einer mit dem Tier 10 fährt und die anderen beiden mit 9er unterwegs sind. Deswegen haben sie Glück mit dem Matchmaking, dass sie in 10er, 9er und 8er Gefecht kommen. Und er spielt hier den E50 für uns. Bin ich sehr gespannt. Wäre auch so mal eine Linie, die mich mal selber interessieren würde. Feuriger Bogen ist die Karte. Und die Teams, vielleicht auch noch kurz kleines Wörtchen dazu, sind recht ausgeglichen. Mal schauen, wie das Spiel so bei ihm läuft. Er fährt jetzt hier mal direkt einmal quer über die Karte. Und hier Richtung Mitte. Beide Teams haben einen Scout. Sonst sehr. Die Gegner sehr medium und heavy lastig. Sein eigenes Team dafür noch mit TDs ausgerüstet. Zieh das aus! Hinter dir! Ziel verloren! Ziel erfasst! So, jetzt kommt er auch drauf. Der ging voll durch ihre Panzerung. Da konnte er schön im ersten, in ES3 gleich mal eine in die. Ja, zur Begrüßung geben. So wollte ich es natürlich sagen. Begegnungsgefecht auch immer sehr spannend hier auf dieser Karte. Gerade wenn wir jetzt in dem Fall kein Art hier am Start ist. So, da konnte er dem AMX auch gleich direkt eine verpassen. Der T54 da drüben. Da kommt aber leider nicht drauf. Der Gegner versucht jetzt da den Hügel einzunehmen, aber ist gar nicht so clever, weil sie werden hier sehr stark von der Seite beschossen. Jetzt der T54 repariert auch nicht mal. Auch nicht klug. Entweder kann er nicht mehr oder er will nicht. Ah, da hätte er doch eigentlich den Schuss drauf bekommen, aber er entscheidet sich jetzt für den T54 und hat schon fast 2000 Schaden gemacht. Jetzt ist er offen, jetzt muss er aufpassen. Da mal blind noch einen rübergesetzt, da war auch noch einer. Könnte sogar getroffen haben. Und jetzt schleicht sich hier der IS-3 wieder an. Oh ja, genau. So ist schön. Immer schön das Helmchen zur Seite drehen, wenn man guckt. Da freut man sich doch am meisten. So, jetzt ist er wieder offen. Der E-75. Oh, T-57. Da muss er aufpassen. Der tut schnell und viel weh. So, jetzt aber. Ah, da prallt am E-75 an der Seite ab. Sehr, sehr ärgerlich. So, jetzt hat er da drüben ein Objekt. Prallt er auch ab. Die Schüsse wollen einfach gerade scheinbar nicht so. Aber der Reload ist schön und der Schaden dabei ist auch super. Also, Tier 9 mittlerer Panzer, muss man sagen. Definitiv sehr, sehr nice. Man merkt übrigens, Jahrgang scheinbar Dominator 94 ist noch etwas jünger, weil so hastig und links und rechts rumschauen wie er. Boah, da würde ich ja. Ah, da bin ich einfach zu alt dafür, das merke ich ja immer wieder. Das sind noch die Zeiten, wo wahrscheinlich habe ich Counter-Strike so gespielt. Aber auch das, da sieht man, dieses ganz schnelle Zoomen tut halt auch dem Aimen ab und an nicht gut. Deswegen hat er jetzt hier schon den E-75, hat er schon zweimal schöner penetrieren können. Aber jetzt, glaube ich, trifft er. Ja, jetzt macht er den schöner und besser. Jetzt fehlt leider die Sicht auf die beiden da drüben oder auf den E-75. Ah nein, außerhalb der Throwing Range habe ich gerade gesehen. War eigentlich offen, hätte ihn aber. Da ist er jetzt wieder. So. Oh, und das ist der T-57. Also. Da muss man sagen, da machen das die Gegner nicht clever, haben keine Sicht, stellen sich hier doof hin am Berg und können nichts anfangen. Sie pushen weder nach oben, sondern sie lassen sich von der Seite hier peu à peu runterschießen. Und irgendwann sind sie dann auch so tot. So, jetzt kann ich den nächsten auf den Tisch. Oh, jetzt prallt er ab. Oh, der war unverdient, dass der abprallt. So, aber jetzt der E-75.
Na, da hat der E75, als ob er es gerochen hätte, nochmal in dem Augenblick gebremst und ein bisschen nach vorne gehalten. Nee? Da ist er sehr unruhig, der Dominator im Schuss. Einfach mal ein Sekündchen mehr warten. Ein bisschen mehr den Weg des Gegners antizipieren. Aber aktuell 3300 Schaden und noch gar keinen Kill zu haben, ist auch ganz schön bitter. Da kommt jetzt ein IS-7 rum. Und das hat er sehr clever gemacht. Den da zu tracken war ganz, ganz, ganz klug. Das muss ich wiederum lassen. Da hat er sehr schön mitgedacht. Und das kann er weiter wieder auf die Seite da drüben wirken. Unglaublich einfach. Der T-54 steht da drüben immer noch. Die Bundeswehr. So, und der T-57 steht da auch. Da, zack. Da war es gar nicht so schlechte Spieler. Verstehe ich gar nicht, dass die da so nachlässig sind. Jetzt hat er also endlich mal seinen ersten Kill bekommen. Bei sage und schreibe 4700 Schaden. Mal schauen, ob es noch mehr werden. So, jetzt bekommt der E75 von ihm. Ja, schön. IS-7 drückt jetzt vor. Jetzt muss er aufpassen. Steht 6:7. Oh, er schießt mit HE. Spannend. Also sehr spannend, warum er da mit HE schießt, der IS-7. Und schon wieder. Und er hält hier einfach praktisch ihn immer auf sein Frontrad. Oh, schade. Zack. Jetzt kriegt er wahrscheinlich noch eine HE-Schelle. So. Jetzt ist das Munitionslager zwar kaputt. Muss er schnell reparieren. Oh, er hat gar keine Reparatur mehr. Das ist natürlich doof. Aber 6700 Schaden. 7:8 steht's. Und massigs Gegner immer noch am Start. Vielleicht hat er hier seinen zweiten Kill. Ja, da bekommt er seinen zweiten Kill. Bei 6300 Schaden der zweite Kill. Das muss man auch erstmal packen. Eine Sache, die ich jetzt übrigens so mit dem Munitionslager machen würde. Ich würde jetzt einfach auf jeden Fall Premium laden, weil da würde ich jetzt... Weil jeder Schuss wird jetzt gerade doppelt lange, oder dauert jetzt doppelt lange. Und da soll der dann auch durchgehen. Ist jetzt meine eigene Meinung, also. Aber wie gesagt, 15 Sekunden ist schon eine sehr lange Zeit. Jetzt nimmt er scheinbar einen längeren Weg auf sich und will sich dem T-54 da widmen. Da ist er auch schon. Ruhig, ja. Jetzt hat er ihn. So, jetzt lad er auf Premium durch. 10:10 steht's. Ganz knappe Geschichte. Aber er macht hier bis auf Kleinigkeiten, also wirklich die Kleinigkeit mit dem Aim, würde ich ein bisschen ruhiger sein oder sonstiges. Aber sonst einen fabelhaften Job. Hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass der IS-7 dann nur mal HE geschossen hat. Weil sonst hätte er nicht mehr die HP, die er jetzt noch hätte. Wahrscheinlich wäre er gar nicht mehr am Leben überhaupt. Oh, E75. Ja, sehr schön. Wird ihm die Seite angeboten, die ist natürlich dankbar. Und die Bundeswehr steht da immer noch. So, jetzt kommt er auch auf ihn zugefahren. Beziehungsweise, ja, bin ich sehr gespannt, wie er das anstellt. Gerade ein Autoloader. E75? Ja, sehr schön. Dass die anderen beiden, also der Waffenträger und die Torte, da noch am anderen Kartenende sind, ist ein bisschen unglücklich. Klar, da ist das Objekt. Aber hier mit dem Autoloader ist immer eine Nummer. So, jetzt schön, ganz wichtig. Und er konnte nicht schießen. Das heißt, er kann jetzt hier den Reload von sich selber... Und sich hier schön die Deckung nutzen. Seine beiden Zugkameraden machen hier doch noch was Produktives für ihn. So, der E75 da auch schön drauf.
Also er kann hier fabelhaft wirken, das muss man schon wirklich sagen. Und jetzt ist die E-75 auch im One-Shot-Bereich. Ja, schön! Dann macht er den fünften Kill. Am Schluss wird er nochmal wach, scheinbar von den Kills her. So, der T-54, das wäre sein Top Gun, sein Krieger. Aber der ST lässt den nicht zu, wobei bei den HP hätte ich auch nicht lange gewartet, sondern direkt weggemacht. Jetzt ist die Frage, was passiert da drüben? Der Waffenträger ist noch existent, aber das Objekt auch noch. Die Frage, kommt das Objekt drüber? An seiner Stelle würde ich jetzt hier einfach im Cap stehen bleiben und warten, was der Gegner macht. Da gibt es hier auch noch einen. Thanks, mate. Good job. Haben sich gut ergänzt. Und das ist immer wichtig. Also der Schaden über 8000 mit einem Tier 9er im Tier 10er Gefecht, den muss man erstmal machen. Das ist aller Ehren wert und Chapeau auf jeden Fall. Das Objekt hat jetzt den ST weggemacht. Und es ist im Cap. Alle Mann zurück. Jetzt ist er auch offen. Jetzt wird es natürlich nochmal ganz spannend. Das hätte ich nicht mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Das fand der ST nicht so cool. Da kommt das Objekt. Fahrt Matt drauf. Auto-Aim und zack, macht die noch und kriegt den Krieger. Ja, Heidewitzka. Das hätte ich jetzt nicht mehr erwartet. Sehr schön, den Krieger zu machen. 8400 Schaden. Ja, aller Ehren wert. Sehr, sehr schön gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, mir hat es gut gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.